Ich möchte heute mit einem neuen Buch anfangen und da habe ich mir Pretending von Holly Bourne rausgesucht. Ich befinde mich ja aktuell auf meiner Mission, jedes einzelne Buch von Holly Bourne zu lesen und da wird dieses mich hier einen Schritt weiterbringen. Und ich freue mich besonders auf dieses Buch, weil mir das vor einiger Zeit jemand unter meinem Video empfohlen hat. Und natürlich höre ich auf die Meinung eines weiteren Holly Bourne-Fans und freue mich deshalb sehr, jetzt mit diesem Buch zu starten. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es in diesem Buch genau geht. Es war wirklich ein komplett blinder Kauf aufgrund der Empfehlung und des Autorennamen, der hier vorne drauf steht. Und deswegen lasse ich mich einfach mal überraschen. Ich finde, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. Ich finde das Cover unfassbar hübsch und ich freue mich sehr, sehr doll drauf, damit jetzt zu starten. Ich habe mittlerweile die ersten 70 Seiten in Pretending gelesen. Erstmal vorweg, Holly Bournes Schreibstil natürlich wie immer super toll zu lesen. Ich bin echt total durch die Seiten geflogen, also es liest sich auch auf Englisch super schnell und einfach weg. Allerdings muss ich sagen, dass ich bisher noch ein bisschen Probleme mit der Protagonistin habe. Wir begleiten hier nämlich April, die in ihrem Leben super viel Pech mit den Männern in ihrem Leben hatte und wirklich eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht hat und jetzt irgendwie auch einfach die Nase voll hat und sich das nicht mehr gefallen lassen möchte, wie sie von so vielen Männern behandelt wird. Sie beschließt also sozusagen Rache zu nehmen und erstellt sich ein Fake-Profil auf Tinder, wo sie dann ihre Vorstellung einer perfekten Frau aus der Sicht eines Mannes verkörpert. Ja, und mit dieser Fassade beginnt sie dann, einen jungen Mann zu daten, um ihn zu täuschen und ihn eben genauso fühlen zu lassen, wie so viele Männer zuvor sie haben fühlen lassen. An sich mag ich diesen feministischen, antisexistischen Gedanken hinter der ganzen Sache. Allerdings ist es halt schon sehr extrem und ich habe das Gefühl, die Protagonistin könnte mich mit der Zeit sehr, sehr nerven, weil aktuell ist sie halt einfach nur frustriert, beschwert sich andauernd und diese ganze Aktion ist halt auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen kindisch, aber irgendwie so, hast du nichts Besseres zu tun? Also ich weiß nicht, ich verstehe noch nicht so ganz, was das alles soll und warum sie jetzt das Verlangen hat, sich zu rächen. Ich finde, Rache ist eh immer so ein bisschen nervig in Büchern. Ich weiß noch nicht, ob mir das so gut gefallen wird, aber wie gesagt, ich bin ja jetzt gerade erst am Anfang. Also mal sehen, was hier noch so auf mich zukommt. Ich habe mir heute schon mal wieder richtig viel Zeit zum Lesen genommen. Das tat echt super, super gut. Und ich bin jetzt schon bei der Hälfte des Buches. Ja, und ich glaube, es war echt gut, mal so viel am Stück von der Geschichte zu lesen, weil ich bin jetzt voll reingekommen. Und dieser Plot, der mich am Anfang so ein bisschen gestört hat, weil ich den nicht so gut nachvollziehbar fand und die Protagonistin mir deswegen so ein bisschen nervig vorkam, der ist jetzt für mich viel, viel nachvollziehbarer geworden. Man lernt die Protagonistin im Laufe der ersten 200 Seiten noch viel, viel besser kennen. Deswegen habe ich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Verständnis für ihr Verhalten als vorher. Und dadurch gefällt mir halt auch die Geschichte direkt viel besser. Der Suchtfaktor hat jetzt auf jeden Fall eingesetzt. Ich wollte das Buch heute Morgen echt auch gar nicht mehr aus der Hand legen. Ich habe jetzt aber leider ganz schön viel zu tun heute. Deswegen werde ich wohl nicht mehr so viel dran weiterlesen können. Aber es gefällt mir auf jeden Fall jetzt sehr, sehr viel besser als die ersten 70 Seiten. Und das freut mich natürlich sehr. Ja, ich hoffe, das bleibt so. Und ich bin natürlich super gespannt, was mich in der zweiten Hälfte noch erwartet. Bei mir ist gestern als verspätetes Geburtstagsgeschenk ein neues Buch eingezogen. Und zwar habe ich Die Glasglocke von Sylvia Plath geschenkt bekommen. Ich habe irgendwie noch nie so richtig was von dem Buch gehört, aber zumindest der Name der Autorin kommt mir bekannt vor. Laut dem Klappentext geht es hier um eine College-Studentin in den 1950er Jahren, die einen Monat als Volontärin einer Modezeitschrift in New York verbringt
und da ihre Existenzkrise protokolliert. Und ich finde, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Keine Ahnung, worum es dann hier ganz genau im Detail gehen wird. Aber ich finde, es klingt irgendwie ganz vielversprechend und ich freue mich sehr, sehr doll drauf, das Buch zu lesen. Vor allem, weil ich mir das wahrscheinlich im Buchladen niemals selbst ausgesucht hätte. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ob mir das Buch gefallen wird und berichte euch natürlich, wenn ich es gelesen habe. Ich habe gestern Abend noch Pretending beendet und es hat mir super, super gut gefallen. Nachdem ich ja mit den ersten Seiten ein paar Schwierigkeiten hatte, ist es dann im Verlauf des Buches immer besser geworden, immer tiefgründiger. Irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich so sehr mit der Protagonistin relaten konnte, dass es irgendwie schon fast gruselig war. Aber genau das hat es eben so, so gut gemacht. Und ich bin jetzt mal wieder völlig begeistert von diesem Holly Bourne Buch. Es ist mir schon fast unangenehm, es zu sagen, weil ich es selber so unglaublich finde, dass das mein fünftes Buch von ihr ist und mich bisher jedes einzelne von ihr begeistert hat. Es kommt mir wirklich komplett unrealistisch vor, aber es ist einfach ein Fakt und ich hoffe, das ist für euch überzeugend genug, um auch mal nach irgendeinem Holly Bourne Buch zu greifen. Scheinbar ist es ja auch völlig egal welches, weil es sind einfach alle unfassbar gut. Das Buch war jetzt nicht rundum perfekt. Ich habe ein paar klitzekleine Kritikpunkte. Wie ich ja schon erzählt hatte, fand ich den Einstieg ein bisschen schwierig und musste erstmal so ein bisschen reinkommen, um das ganze Konzept zu verstehen. Ich glaube, dass die Autorin hier ein sehr, sehr schwieriges Thema gewählt hat, wo auch jeder so ein bisschen anders vielleicht mit umgeht. Und was mich auch ein bisschen gestört hat, war das Ende. Für mich hätte das Ganze noch ein bisschen ausführlicher sein können. Ich fand, das Ganze wurde ein bisschen abrupt abgehandelt. Aber rein von den Themen und von der Message her war das einfach wieder grandios. Ich habe bisher wirklich noch nichts gelesen, was so realistisch und authentisch ist wie die Bücher von Holly Bourne. Und da zählt definitiv auch dieses Buch hier wieder dazu. Es zeigt einfach zu 100% Probleme des echten Lebens. Probleme, die wirklich viele Frauen mit sich tragen. Es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen und ist definitiv eine Empfehlung von mir. Bevor ich jetzt aber mit einem neuen Buch starte, möchte ich euch gerne noch mein heutiges Outfit von Armed Angels vorstellen. Das ist eine nachhaltigere Modebrand aus Köln, die es sich zur Mission gemacht hat, mit ihrer Kleidung einen so geringen CO2-Fußabdruck wie möglich zu hinterlassen. Gerade die Produktion von Jeanskleidung ist super, super umweltschädlich. Es werden unglaubliche Mengen an Wasser verbraucht und noch sehr, sehr viele Chemikalien verwendet. Und hier achtet Armed Angels eben ganz besonders drauf, dass sie keine gefährlichen Chemikalien verwenden. Ich trage heute die Jeans Enea in der Farbe Mineral Blue. Ich liebe wirklich sehr, sehr doll, wie lässig und locker sie aussieht. Und ich denke, dass sie auf jeden Fall super vielseitig kombinierbar ist und ich damit in Zukunft ganz, ganz viele tolle Outfits kreieren kann. Damit man so lange wie möglich etwas von seiner Jeans hat, gibt es einige Tipps, die man befolgen kann, damit sie eben noch langlebiger ist. Zum einen sollte man seine Jeans auf jeden Fall nicht zu häufig waschen. Meistens reicht es schon, sie einfach zum Auslüften aufzuhängen. Außerdem sollte man seine Jeans immer kalt und mit der Innenseite nach außen gedreht waschen. Und was außerdem sehr hilfreich ist, ist das sanfte Waschmittel zu benutzen, ohne jegliche Bleichmittel und Weichspüler. Kombiniert zu der Jeans trage ich einen leicht oversized ausfallenden Polunder. Auch der gefällt mir super, super gut. Gerade durch den Reißverschluss lässt er sich super vielseitig tragen. Wenn ihr es etwas wärmer wollt, könnt ihr ganz einfach den Reißverschluss nach oben ziehen und habt sogar noch einen inkludierten Rollkragen. Oder ihr macht es eben so wie ich hier und zieht noch etwas drunter. Dieses Layering gibt meiner Meinung nach jedem Outfit nochmal so eine richtige Aufwertung. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr verliebt in die Philosophie und natürlich auch die Kleidungsstücke von Armed Angels. Also, falls ihr gerne nachshoppen wollt, habe ich hier einen kleinen Rabattcode für euch. Der lautet Geschichtensammler15. Auf den bekommt ihr 15% Rabatt auf eure Bestellung. Also, falls ihr noch auf der Suche seid nach einem super schönen, zeitlosen und langlebigen Kleidungsstück, dann schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Ich packe euch alle Links in die Infobox und wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern. Und ich werde jetzt mit einem neuen Buch beginnen. Und zwar möchte ich als nächstes Fourth Wing von Rebecca Yarros lesen. Ich habe über dieses Buch tatsächlich bisher sehr, sehr wenig Kritik gelesen. Also ich glaube, es wird eigentlich fast überall nur empfohlen und alle sind komplett begeistert davon. Deswegen habe ich auf jeden Fall sehr, sehr hohe Erwartungen auch daran. Ich habe jetzt auch schon relativ lange kein Fantasy-Buch mehr gelesen, deswegen bin ich auch mal gespannt, wie ich da so wieder reinkommen werde. Eigentlich liebe ich das Genre, aber ich habe das Gefühl, ich bin dieses Jahr nicht so richtig in der Stimmung dafür. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie ich hier so reinkommen werde und ob mich das dann genauso mitreißen wird wie die restliche Buchwelt. Ich habe mich bisher immer, soweit es geht, von Inhaltsangaben ferngehalten, deswegen weiß ich nicht genau, worum es geht. Ich weiß nur, dass das Ganze an so eine Art Drachenreiter
Schule spielt und unsere Protagonistin eben zu so einer Drachenreiterin ausgebildet werden soll. Und ich glaube, ich habe bisher noch nie so richtig ein Buch gelesen, wo es um Drachen ging, außer Eragon. Und deswegen freue ich mich da voll drauf, weil ich finde, Drachen sind eigentlich so ein cooles Fantasy-Element. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich freue mich, mich mal wieder in so eine völlig fiktive Welt fallen lassen zu können. Ja, und deswegen werde ich jetzt mit diesem Buch hier starten und bin super, super gespannt. Ich habe jetzt bereits die ersten 211 Seiten in dem Buch gelesen. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal ein Buch so sehr inhaliert habe. Aber es macht richtig, richtig viel Spaß. Ich finde es bisher sehr, sehr toll. Das Ganze ist irgendwie richtig fesselnd und packend geschrieben. Und ich möchte es einfach überhaupt nicht mehr aus der Hand legen. Es macht richtig süchtig. Es gibt die ganze Zeit irgendetwas, worauf man sich freuen kann. Irgendwas, worauf man hinfiebert. Und von dem her ist es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut gemacht einfach. Also es hat irgendwie so eine richtig magische Sogwirkung. Und auch das ganze Setting, das ganze Worldbuilding gefällt mir super gut. Ich finde, es war super einfach, in diese Welt hineinzufinden. Ich habe zwar schon relativ viel High Fantasy gelesen, aber ich glaube, dass es auch für Einsteiger sehr, sehr einfach zu verstehen sein wird direkt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Welt so unfassbar komplex ist. Also es erfindet das Fantasy-Rad jetzt nicht neu. Was aber gar nicht schlimm ist, weil man halt dann einfach direkt in dieser Welt drin ist. Und auch unsere Protagonistin Violet gefällt mir super gut. Sie ist schon eine typische Badass-Protagonistin, würde ich sagen, aber sie hat auch ein sehr, sehr angenehmes Maß an Empathie und Einfühlsamkeit. Also sie ist irgendwie so eine perfekte Mischung aus, lässt sich nichts von anderen sagen, aber kann halt trotzdem gut auf andere eingehen. Die ganzen Nebencharaktere finde ich bis jetzt noch sehr, sehr langweilig. Wir haben einmal die typische beste Freundin, die bis jetzt auch noch nicht wirklich irgendeinen anderen Charakter bekommen hat. Also sie ist wirklich sehr, sehr austauschbar, finde ich. Auch wenn sie natürlich sympathisch ist und so, aber sie finde ich jetzt noch nicht so charakterstark. Und natürlich den bösen Bad Boy, der sie umbringen will, aber der total heiß und attraktiv ist. Das fühlt sich für mich persönlich bisher alles noch relativ vorhersehbar an, aber mal sehen, vielleicht überrascht mich das Buch ja auch total. Ja, ich glaube, selbst wenn es in diese typische Richtung verläuft, dann stört mich das gar nicht so doll, weil es macht einfach so viel Spaß zu lesen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es zu viel unnötiges, komisches Liebesdrama wird, weil manchmal geht es ein bisschen in diese Richtung und das würde mich stören. Also da habe ich nicht so sehr Lust drauf. Also mit diesem Bad Boy, das könnte schon ein bisschen cringe werden, habe ich das Gefühl. Aber ich gehe offen an die Sache heran und lasse mich einfach mal überraschen und bin auf jeden Fall super gespannt, was mich hier noch alles so erwarten wird auf den nächsten Seiten und freue mich sehr drauf, da gleich drin weiterzulesen. Ich bin mittlerweile im letzten Viertel des Buches angekommen, auf Seite 555. Ich fliege nur so durch die Seiten, das macht super viel Spaß, die Geschichte zu verfolgen. Mittlerweile bin ich auch ehrlich gesagt ein kleiner Fan von unserem Love Interest geworden. Irgendwie konnte er mich von sich überzeugen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber ich mag ihn jetzt sehr gerne und fand diese Spannung zwischen den beiden sehr toll. Das macht die Geschichte halt dann doch irgendwie ein Stück weit aufregender und lockert die ganze Spannung durch die Kämpfe und Missionen, die wir zwischendurch haben, so ein bisschen auf. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich mir das Worldbuilding dann doch ein bisschen komplexer gewünscht hätte. Also am Anfang fand ich es sehr, sehr angenehm, dass es jetzt nicht so unfassbar kompliziert und facettenreich ist, einfach weil man dadurch halt sehr schnell in die Geschichte reingefunden hat. Aber jetzt vermisse ich das so ein bisschen, dass man einfach so Informationen über diese ganze Welt und das System dahinter bekommt, weil ich mir einfach noch nicht so richtig ein Bild machen konnte davon, wie diese ganze Welt einfach aufgebaut ist. Aber alles in allem habe ich auf jeden Fall bisher eine sehr, sehr gute Zeit damit und ich bin auf jeden Fall auch
super gespannt, wie die Geschichte ausgehen wird. Ich habe ja jetzt nicht mehr so viel übrig. Ja, und wenn ihr wissen möchtet, wie mir der letzte Teil des Buches dann schlussendlich gefallen wird, abonniert doch sehr, sehr gerne meinen Kanal, denn ich werde den Vlog an dieser Stelle hier beenden. Spätestens in meinem nächsten Lesemonat-Video wird es definitiv ein Update hierzu geben und dann berichte ich euch ganz ausführlich nochmal, wie ich das Buch fand. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Macht's euch gemütlich und bis dann. Ciao!